alles begann an einem langweiligen, gewöhnlichen Tag. Ah, Tyler. Er ist es. Mein Schwarm, Tyler Green. Hey Leute, ich bin hier, um euch offiziell zu meiner Superparty einzuladen. Keine Nerds erlaubt. Oh, wow. Hey, wir wollen auch zur Party kommen. Ha, daraus wird nichts. Hässliche Mädchen haben auf meinen Partys nichts zu suchen. Aber ich hab... Geh und lies deine Bücher, du Streberin. Das ist ungerecht. Ich werde ihnen beweisen, dass sie einen großen Fehler gemacht haben. Oh, ich werde auf jeden Fall zu dieser Party gehen. Toll, das ist meine Chance. Da beschloss ich also, schön zu werden. Aber ich hatte überhaupt keine Ahnung, wo ich anfangen sollte. Ah, das ist echt übel. Heute werden wir etwas über Division lernen. Oh, das ist so aufregend. Ich werde euch alles beibringen. Also passt genau auf. Darf ich es demonstrieren? Tada! Auf keinen Fall. Das will ich auch machen. Ja, es hat geklappt. Oh nein, nein, nein. Ich muss mich beeilen. Es muss einen Weg geben, die wegzubekommen. Pickle Patches, die müssten mir helfen. Hey, Ziel erfasst. Ihr werdet zerstört. Oh nein. Alles nur nicht das. Ah! Nein. Wow, es hat wirklich funktioniert. Aber meine Freude war nur von kurzer Dauer. Oh, ist das ein Schnurrbart? Warum ist der mir nie aufgefallen? Komm schon, April. Du schaffst das. Hab keine Angst. Ich, Pinzer, bin hier, um zu helfen. Ja, das sieht nach einem Job für mich aus. Tada! Oh nein, das ist echt übel. Das ist einfach erniedrigend. Ist das eklig. Hey, was ist, wenn ich einfach... Stimmt, Wachs. Das ist genau das, was ich hier brauche. Na dann werde ich es gründlich mischen. Genau so. Komm schon, April. Du kannst jetzt nicht mehr umkehren. Oh, was für ein grauenhafter Anblick. Das kriegen wir schon hin, stimmt's? Puh, okay, jetzt oder nie. Sind wir nicht die Besten? Ja, sind wir das. Au! Ja, es hat geklappt. Sieht so aus, als wäre das Makeover viel schwieriger, als es scheint. Was für ein toller Tag, oder? Oh ja. Hey, ich habe ein Geschenk dabei. Meine einzigartige Knoblauchbombe. Wir brauchen Hilfe. Schön, dich kennenzulernen. Was für ein ekelhafter Geruch. Oh, diese Zahnseide sollte mir helfen, dieses Problem zu lösen. Na dann mal los. Jetzt kannst du nirgendwo mehr hinlaufen. Ah, da bist du ja. Oh nein, nein, nein. Keine Sorge, ihr seid jetzt in Sicherheit. Das ist ein gewinnendes Lächeln. Aber ich hatte keine Ahnung, dass die eigentliche Challenge erst noch kommt. Ja, ich werde auf jeden Fall der Star der Party sein. Übrigens, sieh dir meine Maniküre an. Die Maniküre, stimmt. Aber meine Nägel sehen furchtbar aus. Eine Katastrophe. Okay, ich sollte anfangen, sie abzufallen. So einfach ist das. Oh, ich bin wütend. Hey du, ich werde dein neuer bester Freund sein. Was? Ich brauche keine Freunde, Dummkopf. Hey, verschwinde von hier. Ha, bringt mich nicht zum Lachen. Oh, sie ist kaputt. Vielleicht hilft mir die Beautybox. Mal sehen, ob es funktioniert.
Na, dann kann's ja losgehen. Entschuldigung. Ich würde gerne ein Spiel mit dir spielen. Haha. Nein, ich will nicht. Hau ab. So, das war's. Hey, ich wusste gar nicht, dass ich so gut aussehen kann. Chi-Chi, wow. Das ist eine schwierige Wahl. Hey Leute, sagt mir, welche Farbe ich wählen soll. Wow, seht euch nur all diese Kommentare an. Oh, das hat mich nur noch mehr verwirrt. Na dann, nehme ich einfach rosa. Entschuldigung, hast du einen Moment Zeit für mich? Was ist denn hier los? Oh Mann, wir werden all unser Können brauchen, um dieses Desaster zu beheben. Siehst du, ich habe dir doch gesagt, dass wir es schaffen können. Ich werde immer hübscher. Aber es gibt immer noch etwas. Oh, ich glaub's einfach nicht. Lori ist perfekt. Ich wünschte, ich könnte auch so sein wie sie. Aber meine Beine brauchen noch viel Arbeit. Und was mache ich jetzt? Ich glaube, in der Beautybox war noch ein Rasierer. Ja! Seht euch nur all dieses Gestrüpp an. Keine Sorge, ich kümmere mich darum. Meine Klinge ist rasiermesserscharf. Ah, schon wieder? Nutzloser Müll. Ich brauche etwas Stärkeres. Stimmt. Dieser Laser-Epilierer wird mir helfen. Will jemand ein Fotoshooting machen? Fang an und sag Tschüss. So glatt. Wow. Oh, eine Nachricht von Tyler. Hey, was ist los? Die Party hat schon längst begonnen. Wir haben Gäste aus ganz Wow City. Lasst euch das nicht entgehen und kommt vorbei. Hey. Oh nein, ich komme zu spät. Aber ich kann nicht zulassen, dass er mich so sieht. Es wird Zeit, diese blöde Frisur loszuwerden. Ich bin noch kein kleines Mädchen mehr. Oh, das soll wohl ein Scherz sein. Ich hoffe, dass das hier hilft. Komm, ich bin jetzt dran. Klar. Hey. Oh, spielt der Twister? Ja, willst du mitmachen? Gerne. Oh, helft mir doch. Ich stecke fest. Komm. Ups, das ist gar nicht gut. Oh. Au. Ich hoffe, die Beautybox hat etwas Passendes. Oh, perfekt. Dieses Gel wird mir helfen, mein Haar zu entwirren. Wow. Wow. Ha, keine Sorge. Spider-Man wird dir helfen. Was willst du denn jetzt machen, hä? Entspann dich und vertrau mir. Wow, meine Haare sind jetzt so glatt. Und jetzt ist es Zeit für das Make-up. Oh, jemand hat mir einen Tipp gegeben. Naja, ein Versuch kann ja nicht schaden. Das war's. Und was jetzt? Ich werde wohl improvisieren müssen. Ich sollte darauf achten, dass ich es sehr gleichmäßig verteile. Nächster Schritt, Lidschatten. Oh, rosa ist die perfekte Farbe für mich. Was jetzt? Oh, stimmt. Ich trage etwas Eyeliner auf. Und Lippenstift. Oh, ich liebe meinen Job. Keine Sorge, ich bin ein Profi, weißt du? Hatschi! Oh, ich kann nicht glauben, dass ich das getan habe. Wie peinlich. Ja, das kann jedem passieren, oder? Sieht so aus, als hätte ich mein Ziel fast erreicht. Aber was ist mit meinem Outfit? Mal sehen, ob ich einen Ersatz finden kann. So geht das nicht. Nee, auch nicht. Oh,
Wie viel? Das sind praktisch meine gesamten Ersparnisse. Oh, das ist doch viel wichtiger als ein neues iPhone. Ich kauf das Kleid. Hier ist die Bestellung. Danke und bye. Dieses Kleid war es auf jeden Fall wert. Es ist so schick. Ich sollte es anprobieren. Jetzt sehe ich wunderschön aus. Und die brauche ich heute nicht mehr. So schmeißt man eine Party. Applaus für Tyler. Wow, seht sie euch an. Wer ist das? Wow. Das ist die umgestylte April. So cool. Sie sieht aus wie ein Supermodel. Hey Bestie, darf ich ein Selfie mit dir machen? Klar. So hübsch. Oh, danke, Tyler. Hey, lass uns ein Selfie machen. Ah, mein Kleid. Was? Ha, du bist trotzdem ein Loser. Was ist denn mit ihm los? Er ist so gemein. Ist schon okay, April. Lass sie nicht an dich ran. Raus mit dir. Nerds sind hier nicht willkommen. Oh, hi, Jeff. Hi, April. Weißt du, ich glaube, ich habe eine Idee. Hier, viel besser. Willst du tanzen? Klar. Oh, die Beine sind so süß. Was soll's? Die Loser tanzen, na und? Die machen mich verrückt. Ich kann sie nicht einmal ansehen. Seht ihr nicht, wie dumm sie aussehen? Autsch. Das war so cool. Yeah. Juhu. Ihr gebt ein tolles Paar ab. Au, puh, mein Zahn. April, ich glaube, du hast Fieber. Na, mal sehen, was im Fernsehen läuft. Ladybug wurde von einem Vampir besiegt. Das kann nicht sein. Wie konnte das passieren? Bitte wach auf. Wir brauchen dich. Die Welt braucht dich. Wir flehen dich an. Das tut mir leid. Aber wir können dir nicht mehr helfen. Das lasse ich nicht zu. Oh, jetzt sollte das klappen. Ja, und jetzt noch einmal. Hey April, komm ein bisschen näher. Ladybug? Nein, auf keinen Fall. Jetzt bin ich Ladybug. Danke. Ich verspreche, dass ich dich stolz machen werde. Ladybug hat den Anzug an mich weitergegeben. Träume werden wirklich wahr. Schön. Hey du, Nerd. Mal sehen, was du in deinem Spind hast. Sieh dir das mal an. Das ist Ladybug. Du weißt, dass du nie so sein wirst wie sie. Du bist nur ein Lady-Loser. Ah, das werden wir ja sehen. Tiki, Spots on. Ja. Oh, oh. Warte kurz. Wie siehst du denn aus? Es ist doch nicht Halloween. Was für ein Loser. Ach ja? Na gut. Es wird Zeit, dir eine Lektion zu erteilen. Hey, lass mich los. Ah, ich schwöre, dass ich dich nie wieder schikanieren werde. Ja, das wirst du auch nicht. Warte, sag mir nicht, dass du... Au! Und jetzt? Damit du das nie wieder tust. Lass mich raus! Ich hoffe, das hilft dir, dich ein bisschen zu beruhigen. Das ist der Abschied. Ich kann nicht glauben, dass ich dich endlich losgeworden bin. Das ist der schönste Tag in meinem Leben. Juhu! Was soll das? Ladybug ist noch am Leben. Das ist doch wohl nicht dein Ernst, oder? Sie kann meinen tödlichen Biss auf keinen Fall überlebt haben. Ah, ich hasse Ladybug. Oh nein, nein, nein. Was soll das? Meine Feier ist total ruiniert. Hey Leute.
Hey, was macht ihr da? Hallo? Das gibt's doch nicht. Ladybug ist zurück. Hi, Mr. Thompson. Ladybug? Ups. Du musst unbedingt sagen, was mit dir passiert ist. Ja, wir wollen alles wissen. Genug getrauert. Es ist Zeit für Selfies. Oh, das muss ein Wunder sein. Jetzt reicht es aber mit dem Feiern. Setzt euch hin. Ihr schreibt einen Test. Oh, und gebt mir eure Smartphones. Na los, kommt schon. Beeilt euch. Und jetzt fangt an. Ihr habt 15 Minuten Zeit. Oh, diese Fragen sind aber einfach. Oh nein, das war's für mich. Oh, ich weiß. Lass mich nicht im Stich. Nur noch ein bisschen und... Ja! Mal sehen, wie die Antworten lauten. Hey, was machst du denn da? Ganz ruhig. Ja, Ladybug ist nicht die einzige Person mit Superkräften hier. Hey, das ist so ungerecht. Jetzt muss ich es wohl selbst herausfinden. Ihr habt noch 5 Minuten Zeit. Oh, gut zu hören. Ich bin mir sicher, dass sie nichts bemerken werden. Schüler, die Zeit ist um. Gebt mir eure Tests. Hier, Mr. Thompson. Oh, oh. Ein Vampir! Du entkommst mir nicht. Hey, wo willst du hin? Okay, mach dich auf meine Spezialtechnik gefasst. Ist das dein Ernst? Ich sterbe gleich vor Langeweile. Komm schon, Ladybug. Gib endlich auf. Nein, bleib weg von mir. Oh, warum mache ich nicht einfach... Ah, die Sonne! Komm, mach schon. Ich rede mit dir. Na bitte. Schon viel besser. Ah, oh, das werde ich dir heimzahlen. Das soll doch wohl ein Witz sein. Das ist nicht fair. Puh, ein Glück. Ich bin wieder zu Hause. Es war heute anstrengend. Es wird Zeit, sich auszuruhen und mich auf morgen vorzubereiten. Oh, sieh dir nur dieses Mädchen an. Au. Heute habe ich wirklich Glück, was? Willkommen zurück, Ladybug. Ich hoffe, mein Geschenk gefällt dir. Hallo, Cat Noir. Kannst du mir helfen? Du musst Ladybug erledigen. Ich werde Ladybug erledigen. Braves Kätzchen. Hey, Ladybug. Ich bin's, Cat Noir. Oh, Cat Noir? Du bist vorbeigekommen? Das ist unglaublich. Was stehst du denn da so rum? Fühl dich wie zu Hause. Lass mich kurz nachdenken. Okay, nur einen Moment. Ich muss Ladybug vernichten. Hier, ich habe dir Tee mitgebracht. Ich hoffe, du magst Earl Grey. Das ist der Abschied, Ladybug. Oh, warte. Ah, Mission gescheitert. Hier ist das Messer. Ich werde dir ein extra großes Stück abschneiden. Jetzt wirst du nicht mehr entkommen. Oh, das brauchen wir nicht. Es ist perfekt. Nimm das. Hey, was soll denn das? Was ist denn los mit dir? Ich muss dich vernichten, Ladybug. Beruhig dich, Cat Noir. Du musst wieder zu dir kommen. Du entkommst mir nicht. Cat Noir wurde von einem Vampir hypnotisiert. Also gut, Leute. Wir brauchen die Kraft eurer Likes, um die Hypnose zu brechen. So ist es gut. Nur noch ein bisschen. Wo bin ich? Chichi-Wow. Es hat geklappt. Oh, hi, Ladybug. Hey, wofür war das denn? Musst du das wirklich fragen? Sieh dir nur dieses Chaos an, das du angerichtet hast. Ich schwöre, das wollte ich nicht. Na dann, fang an aufzuräumen, Miezekatze. Wie kann ich dir sonst noch helfen? Das ist unglaublich. Lecker. Schätzchen, darf ich reinkommen? Das gibt's doch nicht. Oh nein, meine Mom. Wo bist du denn? April, komm sofort raus. Oh, hi, Mom. Hi. Sorry, ich hab dich nicht reinkommen hören. Ups. Junge Lady, komm hier.
Was wird das hier? Aber ich kann... Du musst dich hinsetzen und für den Test morgen lernen. Du musst deine Noten verbessern. Kein Wenn und Aber. Ah, Mist. Oh, das ist mein Notsignal. Jemand da draußen braucht meine Hilfe. Her mit der Handtasche. Hey, das ist meine. Koste meinen Judo-Schlag. Danke für deine Hilfe. Na gut, wo war ich? Oh, nicht schon wieder. Warum passiert das immer wieder? Bitte, ich brauche einfach nur eine Pause. Und ist es vorbei? Ich kann nicht mehr. Oh. April, wach auf, Schlafmütze. Du hast mich wirklich enttäuscht. Eine weitere 6 für dich. Oh, warum bin ich nicht überrascht? Oh, mein Notsignal. Beeil dich, beeil dich. Ich brauche Ladybugs Hilfe. Kannst du mir helfen, meine Note zu verbessern? Bitte, bitte, bitte. Oh, schön. Ich verwandle deine 6 in eine 1. Wow. Chichi, wow. Danke, April. Ich meine Ladybug. Ladybug besiegt Hogmoss. Oh, ja. Was für ein toller, mächtiger Held. Hey, helft mir. Sei ruhig. Oh, es kommt mir vor, als hätte ich ewig geschlafen. Moment. Wo ist der Tee? Oh nein! Ich hab deine Mom? Dieser Vampir hat meine Mom! Ah. Keine Sorge, Mom. Ich werde dich retten. Schätzchen, ich kann mich nicht befreien. Das wirst du mir büßen, Blutsauger. Ah. Oh. Au. Ich bin viel stärker als du, du kleiner Käfer. Das werden wir ja sehen. Nimm das. Und das verfehlt. Ah, hör auf zu kratzen. Oh Mann, was für ein heftiger Kampf. Was soll ich tun? Könnt ihr mir helfen? Sagt mir in den Kommentaren, welches Werkzeug ich benutzen soll, um das Seil durchzuschneiden. Der Dinosaurier? Das Gummihuhn? Oder die Nagelfeile? Danke für euren Tipp. Jetzt muss ich sie nur noch erreichen. Du hast nicht die geringste Chance. Oh doch, das hab ich. Gib endlich auf. Jetzt muss ich dich nur noch beißen und... Oh. Mom, du hast mich gerettet. Okay, wir müssen von hier verschwinden. Tut mir leid, aber diesmal habe ich es wohl wirklich vermasselt. Ich bin einfach nicht dafür gemacht, deine Superheldin zu sein. Aber ich schwöre, ich habe wirklich mein Bestes gegeben. Es tut mir leid. Ich wünschte, du würdest zurückkommen. Hey, nicht weinen, April. Ladybug, du lebst. Ja, stimmt. Haha, schön, dich hier zu treffen. Tu nichts, was du später bereuen wirst. Huh? Wer ist denn da? Oh, das ist ja peinlich. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Nein, alles nur nicht das. Hör auf. Na gut, ich hau hier ab. Was ist denn mit dir los? Dann wollen wir das mal klären. Ich glaube, das werden wir nicht. Du hast keine Chance gegen mich. Oh, nein, nein, nein. Aber was ist mit? Was ist mit meinem Glücksbringer? Los, gib auf. Was machst du da? Da haben wir es. Das ist nicht fair. Und jetzt verschwinde, du Loser. Ich eröffne offiziell einen Superhelden-Tattoo-Laden. Als erstes muss ich meinen Arbeitsplatz einrichten. Das brauche ich alles nicht. Aber das werde ich behalten. Ich hoffe, es gefällt dir hier. Bin ich hier richtig? Hi, du hast doch geöffnet, oder? Ich würde mir gern das Tattoo der Liebe meines Lebens stechen lassen. Catwoman? Oh, du Verräter. Jetzt steckst du in großen Schwierigkeiten. Natürlich, ich werde dir das süßeste Tattoo aller Zeiten machen. Ich bin fertig. Wenn du zahlst, kannst du gehen. Oh,
Ja, okay. Wie ist das? Für mich? Ja, danke. Komm wieder. Du hast mir sehr geholfen. Ich bin zurück. Das ist für dich. Oh, und eine Sache gibt es noch. Sieh dir das an. Oh, was fällt dir ein? Ich gehe jetzt besser. Bleib stehen. Oh, das tut mir aber leid. Wer bist du? Hi, Ladybug. Wir wollen uns ein passendes Tattoo stechen lassen. Na dann, setzt euch doch. Ihr seid hier genau richtig. Dann fangen wir mal an. Au, au, au. Toll, das ist perfekt. Da seid ihr ja, ihr tote Tauben. Du schon wieder? Heute ist unser freier Tag. Was fällt dir ein? Nimm deine Hände von Joker. Also gut, beruhigt euch. Es sind zu viele von euch. Ich verstehe gar nichts mehr. Lasst uns einen Schritt zurücktreten. Hört auf! Oh nein, was hast du getan? Das ist... Ja, das ist wahre Liebe. Du bist erledigt. Ja, du hast recht. Ich habe genug von euch. Mal sehen, wie euch das gefällt. Hier wird nie wieder gekämpft. Und? Habt ihr die Nachricht erhalten? Ja, wir haben uns wieder vertragen. So macht das ein echter Profi. Hallo, Lieferung. Für mich? Ja, ich wünsche dir einen guten Tag. Seltsam. Was haben wir denn hier? Oh, oh. Hi. Hi. Du musst dich zusammenreißen. Bist du okay? Ha, nicht übel. Na dann, fühl dich wie zu Hause. Das ist echt komisch. Ja, sehr originell. Okay. Klar, ich kümmere mich darum. Komm, beruhig dich. Hey, lass mich einfach meine Arbeit machen, okay? Oh nein, wo willst du denn hin? Du kannst mich doch nicht einfach so zurücklassen. Du weißt, dass wir füreinander geschaffen sind. Ich kümmere mich darum. Wo könntest du sein? Komm raus. Oh, wo hast du dich denn rumgetrieben? Hey, hast du irgendwo ein verlorenes Körperteil gesehen? Wir müssen den Arm so schnell wie möglich finden. Vielleicht da? Mission erfüllt. Zeit, wieder an die Arbeit zu gehen. Du willst nicht? Und jetzt? Es wird kein bisschen wehtun. Versprochen. Chi-Chi, wow. Du magst es, stimmt's? Und versuch nie wieder ein Körperteil zu verlieren, okay? Puh, das war ein schwieriger Kunde. Wer wird wohl als nächstes auftauchen? Ich natürlich. Hi. Ich will ein Tattoo. Genau hier. Ja, klar doch. Hey, hörst du das auch? Hey, wo willst du denn hin? Irgendwas stimmt hier nicht. Sag mir nicht, dass ich jetzt Konkurrenz habe. Ich glaube, ich weiß genau, wer dahinter steckt. Geh zur Seite. Du willst also meine Karriere ruinieren, ja? Hey, was willst du von mir? Das ist ja furchtbar. Das ist wahre Kunst. Pika, Pika. Ich bin unbesiegbar. Ha, das ist der schlechteste Tattoo-Laden aller Zeiten. Okay, Leute. Ich brauche hier eure Hilfe. Welcher Tattoo-Laden ist besser? Sagt es uns in den Kommentaren. Ich wusste es. Wie konntet ihr mir das antun? Es wird Zeit, dass du den Laden dicht machst. Und komme nie wieder in die Quere. Au! Ich könnte jetzt ein Pflaster gebrauchen. Ein Wirbelsturm? Wer ist denn da? Gute Nacht. Aber wie hast du... Das war ein unglaublicher Auftritt. Ein Tattoo-Laden? Aufregend.
Ich wollte mir schon vor 200 Jahren ein Tattoo stechen lassen. Na dann, such dir ein Motiv aus, wenn du magst. Das hier. Okay. Als erstes müssen wir das alles loswerden. Du wirst nichts spüren. Sieht so appetitlich aus. Und ich habe seit Jahrhunderten nichts mehr gegessen. Das ist ein tolles Tattoo. Freut mich, dass es dir gefällt. Weißt du, ich glaube, ich will noch eins. Klar, wenn du bezahlst. Ich glaube, ich kann sogar noch besser sein als das. Oh, es ist perfekt. Aber ich bin spät dran. Ich muss los. Und bitte komm nie wieder. Guten Abend, Ladybug. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Flieg, mein kleiner Akuma. Oh, Ladybug. Was für ein Tattoo möchtest du? Hier ist es viel zu heiß für mich. Elsa, nein, nein. Man kann nie genug Schnee haben. So leicht wirst du mich nicht besiegen. Bleib sofort stehen. Was? Hatschi. Hab ich das alles gemacht? Oh, tut mir so leid. Das kriegen wir schon hin. Kein Problem. Aber zuerst müssen wir jemandem eine Lektion erteilen. Leg dich nie wieder mit mir an. Das ist aber ein bisschen übertrieben, oder? Oh, wie kriege ich diesen Ort wieder wärmer? Siehst du, ich hab's dir ja gesagt. Oh, ich fühle mich nicht gut. Elsa, geht's dir gut? Nein, nicht wirklich. Okay, keine Panik, ich helfe dir. So, schon viel besser. Und jetzt machen wir weiter mit dem Tattoo. Schön, okay. So stylisch. Das ist meine coolste Arbeit bisher. Und jetzt ab in die Tiefkühltruhe mit dir. Stell die Temperatur so niedrig wie möglich ein. Und einfach warten. Das war's. Willkommen zurück, Elsa. Oh, so etwas Schönes habe ich noch nie gesehen. Freut mich, dass es dir gefällt. Das schreit nach einem großzügigen Trinkgeld. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Aber das ist doch... Oh, egal. Geld ist Geld, oder? Wir haben alles in der Welt bist du denn? Hi, ich bin Barbie. Hey. Willst du dir auch ein Tattoo stechen lassen? Naja, weißt du, du musst mir unbedingt helfen. Na klar, werde ich dir helfen. Je knalliger, desto besser, oder? Dieser Look passt zu Barbie. Chichi, wow, ich liebe es. Aber wir haben noch etwas vergessen. Stimmt, die Augenbrauen. Ups, das ist gar nicht gut. Beeil dich und bring das in Ordnung. Ja, richtig, nur einen Moment. Das ist ja furchtbar. Keine Panik, ich weiß genau, was ich tue. Perfekt. Bist du dir da sicher? Das ist doch total stylisch. Ja, okay. Wir haben hier eine große Auswahl an Schablonen, Barbie. Willst du neue Augenbrauen? Damit wird das gehen. Hey, es hat wirklich funktioniert. Dann vergiss nicht, ein Trinkgeld zu geben. Kannst du dich auch um meine Maniküre kümmern? Okay. Na klar. Rosa kommt nie aus der Mode. Schön. Was? Wie soll ich denn so arbeiten? Kein Preis ist zu hoch für mich. Bye, bye. Ja, bye. Ich muss diese Barbie-Nägel loswerden. Komm schon, komm schon. Oh, und was mache ich jetzt? Oh, schon viel besser. Dann werde ich eine richtige Maniküre machen. Hey Ladybug, kannst du mir ein Maskentattoo machen? Ich will so aussehen wie du. Was sagst du? Auf keinen Fall. Dieser Laden ist nur für Superhelden. Komm schon, bitte, 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 bitte. Nein, versuche es erst gar nicht. Ich hab gesagt, nein. Ah, oh, du schon wieder? Für dich ist es vorbei, Ladybug. Können wir darüber reden? Pass auf. Was? tut mir leid. Was dich betrifft, ich bin nicht mehr dein großer Fan. Hey, warte. Willst du immer noch das Tattoo? Du warst mir eine große Hilfe. Dafür sollte ich mich bei dir revanchieren. Oh, Ladybug, du bist die Beste. Oh, da gibt es noch mehr. Chichi, wow. Ist das für mich?
Juhu! Ich gehe auf die Schule der reichen Kinder. Wow. Glückwunsch und viel Spaß. Also gut, Zeit für eine Mittagspause. Aber das heißt nicht, dass ich Zeit verschwenden sollte. Der Arbeitsplatz muss immer schön aufgeräumt sein. So, erledigt. Oh, das ist unser Lieblings-Superheldenpaar. Tiffany, wir haben ein großes Problem. Ah, es gehört mir. Mir. Unsere Couch hält das nicht aus. Kannst du uns helfen? Tut mir leid. Oh nein, was hast du getan? Es war ein Versehen. Cat Noir, lass das. Ja, böses Kätzchen. Es ist Zeit, dir die Krallen zu schneiden. Du musst tapfer sein. Ich werde mich gut um deine Nägel kümmern. Das wird die beste Maniküre aller Zeiten. Komm schon. Beruhig dich. Okay, so können wir nicht weitermachen. Aber ich habe da eine Idee. Du musst dich entspannen, Cat Noir. Atme einfach. Und nochmal. So ist es besser. Na, dann kann ich ja weitermachen. Es geht los. So, fertig. Du brauchst mir nicht zu danken. Aber ein großes Trinkgeld wäre trotzdem nett. Danke, Tiffany. Meine schönen Krallen. Hey, kann ich eine Maniküre bekommen? Ah, ist das eklig. Kannst du das überhaupt bezahlen? Klar, ich habe ein ganzes Jahr dafür gespart. Ist das dein Ernst? Danke, aber nein. Und lass dich hier nie wieder blicken. Du schon wieder? Maniküren sind eigentlich ziemlich einfach, oder? Ah, du, das mit der Maniküre kannst du vergessen. Mit deinem Vampir solltest du dich lieber nicht anlegen. Arme Menschen sind nicht erlaubt. Kapiert? Ich werde so oder so hübscher werden. Ich werde es für dich tun. Oh nein. Hey, ist das der Nagelsalon, von dem ich gehört habe? Ich will eine schöne Maniküre, die zu meinem Stil passt. Dein Wunsch ist mir Befehl. Bitte halte Ausschau nach einem entflohenen Verbrecher. Ihr Name ist Harley Quinn. Sie ist bewaffnet und gefährlich. Das bin ich. Ich sehe toll aus, oder? Ja. Ups, mein Fehler, sorry. Batman, ich brauche deine Hilfe. Bist du da? Greif nach dem Himmel und gib keinen Mucks von dir, okay? Arbeite weiter. Was ist denn da drüben los? Ich sollte mal schauen. Also, wie wär's mit süßen kleinen Herzen, hä? Soll das dein Ernst sein? Ich weiß, was ich hier tun muss. So ist es besser. Mach weiter. Da bist du ja, Harley. Du bist verhaftet. Hey, siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Ich bekomme eine Maniküre. What? Maniküre? Das ist ja toll. Ich wünschte, ich hätte auch Zeit dafür. Aber was ist mit dem? Ja, tut mir leid. Er ist so eine Heulsuse. Ich will eine Maniküre. Jetzt sofort. Klar, das kann ich machen. Weißt du, Batman? Ich glaube, wir haben tatsächlich etwas gemeinsam. Oh, ich liebe es. Warte eine Sekunde. Wir sind keine Freunde. Nimm die Hände hoch. Damit kannst du mich nicht erschrecken. Ah, du hast es so gewollt. Oh, du fiese Kleine. Ich will eine Maniküre. Raus hier. Okay, vergiss einfach, dass ich hier war. Guten Morgen. Kannst du mir eine ultra-luxuriöse Maniküre verpassen? Klar, natürlich. So, jetzt reicht es mir aber mit dem Gold. Wie du meinst. Na dann, machst du bequem. Ich hoffe, du machst einen guten Job. Ich bezahle viel Geld. Das klingt fair. Wir haben einen Deal. Das sieht wirklich gefährlich aus. Nimm die Waffe runter. Hey, lass sie in Ruhe. Du dachtest wohl, du könntest mich austricksen, was? Aber das ist doch nur eine Nagelfeile. Eine Nagelfeile. Du weißt doch, was das ist, oder? Tut mir leid. Lass uns weitermachen. Es gibt keine Maniküre, die nicht durch etwas Gold verbessert werden kann. Sieht sehr luxuriös aus, oder? Aber da fehlt noch etwas. Ein strahlender Diamant zum Beispiel. So, ein Moment noch. Oh, unglaublich. Schön und glänzend. Weißt du, ich habe nachgedacht und kann ich auch eine Maniküre bekommen? Bist du sicher? Annie, wir gehen jetzt.
Miau, jetzt gehörst du mir. Hi. Oh. Hello Kitty. Lange nicht mehr gesehen. Ich will die perfekteste Maniküre. Klar doch. Für dich werde ich die zartesten Farben aussuchen. Chichi, wow. Das passt perfekt zu meinem Stil. Also gut. Was für Aufkleber soll ich verwenden? Diese knalligen Harley-Aufkleber oder die niedlichen Hello Kitty-Aufkleber? Aha. Tolle Wahl. Du warst eine große Hilfe. Diese Maniküre wird perfekt sein. Alles klar. Ich hab's geschafft. Es wird Zeit, die Show zu starten. Mal sehen, ob Vampire Pfeffer mögen. Gut, Kitty. Rück rüber. Das ist mein Platz. Ratschi. Wofür war das denn? Wo ist... Oh, ich kann nicht glauben, dass du das getan hast. Okay, du weißt ja, wo der Ausgang ist. Tut mir so leid, Kitty. Wir sind fast fertig mit deiner Maniküre. Und der letzte Schliff. Das ist genau das, was ich wollte. Danke. Man sieht sich. Hey du. Hi. Also, die Sache ist die. Hey, ich bin wegen meiner Maniküre hier. Ja, das kriegen wir hin. Setz dich. Hast du einen besonderen Wunsch? Wir möchten, dass du dich darum kümmerst. Ja, da bist du hier richtig. Na gut, dann machen wir sie mal schön bunt. Also, was denkst du? Es ist perfekt, Dad. Ich liebe es. Vielen Dank. Ich helfe immer gerne. Hä? Was ist denn los? Oh, Tiffany, etwas Schreckliches ist passiert. Ich werde Cat Noir sofort von ihr verbannen. Nein, das doch nicht. Oh, keine Sorge, das kriegen wir schon hin. Oh, du bist die Beste. Du entkommst mir nicht, du Plagegeist. Ah, erstes. Oh, du hättest nicht herkommen sollen, Hogmoss. Gib dich geschlagen. Du wirst die Mächte des Bösen niemals aufhalten. Flieg, mein kleiner Akuma. Oh, bitte, bitte nicht. Ah, das war's für dich. Lass uns das beenden. Oh nein, nicht du auch noch, Tiffany. Also gut, ich brauche ein neues Jojo. Und zwar jetzt. Schick mir bitte Likes, damit ich es bekommen kann. Ich brauche wirklich deine Hilfe. Chichi, wow. Wir haben es geschafft. Jetzt geht's los. Tut mir leid, Tiffany. Ha, einwandfreier Sieg. Oh, was ist mit mir passiert? Oh nein, was ist hier los? Vergiss es einfach. Ich verpasse diesem Loser eine Maniküre. Sieht doch toll aus, oder? Na dann, wir sehen uns. Puh, das war echt hart. Bist du sicher, dass du hier richtig bist? So etwas Ekliges habe ich noch nie gesehen. Was ist denn los mit dir? Ursula hat mir gesagt, dass es gut gehen wird und ich wollte unbedingt Beine haben. Also bin ich auf ihre Tricks reingefallen und dann geriet ihre Magie außer Kontrolle. Schon gut, keine Panik. Ich kann es in Ordnung bringen. Also, fang einfach an, dich zu entspannen. Ich kann das schaffen. Bist du schon fertig? Ja, fast. Moment. Wow. Sieh dir nur meine Füße an. Es gibt da noch eine Sache. Lass uns noch ein paar schöne, passende Farben hinzufügen. Und ein bisschen Glitzer. Tada. Oh, meinem Prinzen wird es gefallen. Danke. Das ist für dich. Wow. Ja, das reicht. Ich hoffe, ich habe nichts Wichtiges verpasst. Du bist so unglaublich. Diese Nägel sehen ja furchtbar aus. Oh, ich bin so ein Loser. Ich will eine Maniküre. Wer ist da? Was ist hier überhaupt los? Also gut, ich brauche deine Hilfe. Sag mir in den Kommentaren, was hier passiert ist. Das war April? Oh, die Arme. Na gut, ich werde dir helfen. Da bist du ja. Komm mit mir. Ich werde dir helfen, dich auf dein Date vorzubereiten. Versprochen. Aber meine Nägel sind hässlich.
Sag doch so etwas nicht. Wir kriegen das schon hin. Dein Schwarm wird sich in kürzester Zeit in dich verlieben. Wow. Chi-Chi-Wow, das ist unglaublich. Siehst du, hab ich es dir nicht gesagt, aber es gibt da noch ein kleines Problem. Oh, was ist denn? Lass uns die einfach loswerden, ja? Oh, ich kann nichts mehr sehen. Hab einfach Geduld. Ich kann sehen. Jetzt wollen wir dich ein bisschen schminken. Achi. Nicht übel, aber du könntest auch eine neue Frisur gebrauchen. Au ja, gerne. Und was jetzt? Jetzt fehlt noch ein Outfit. Wow, ich sehe so gut aus. Ich bin auf dem Weg. Warte auf mich, mein Schatz. Ist das für mich? Das ist aber süß von dir. Ich hoffe, es klappt mit euch, ihr tote Täubchen. Au, mein Zahn. Sorry, ich muss los. Was ist mit mir? Mit den Zähnen arbeiten? Keine schlechte Idee. Ich werde reich werden. Willkommen in der Vampirzahnklinik.